Hallo Gottfried, wir wollten doch noch mehr von dir sehen. Ja, es sieht so aus, als würde hier Gottfried, der Geistliche, seinen Geist aufgeben. Und er rückt wieder in den Angriff vom Richard aus. Was macht er denn? Och. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal und schaut euch an, wer heute gegen den Richard Löwenherz kämpft. Es ist Gottfried, der Geistliche. Meine neue sechste KI, die ja jetzt schon Ewigkeiten, ja, in den Startlöchern steht oder keine Ahnung, bereit ist zum Kämpfen, aber es immer irgendwie was anderes gibt, was ich halt aufnehme oder irgendwas passiert, so wie letzte Woche, aber heute ist es endlich soweit. Ich kann euch endlich zeigen, wie er so performt. Wir gehen rein hier auf Silence mit 4000 Jolt gegen den Richard Löwenherz. Wir schauen einfach mal, wie er sich schlägt. Und dann gucke ich mal, ob noch mehr Matches nötig sind. Also bis gleich. So, und da bin ich auch wieder mit dem guten Gottfried hier. Ich lasse jetzt auch die Kamera hier auf ihn, weil Richard Löwenherz kennen wir ja wirklich immer. Also kennen wir ja auswendig, das brauchen wir ja nicht nochmal zeigen, weil wie der sich aufbaut. Aber Gottfried, ja, habt ihr bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen beim Vorstellungsvideo, je nachdem, wer es halt gesehen hat. Und ja, ich lasse ihn jetzt hier einfach ein bisschen aufbauen, lass die hier ein bisschen sich kämpeln und dann werde ich einfach mal so ein bisschen auf die Burg eingehen, damit ihr wisst, was ich mir dabei so gedacht habe und wie vielleicht auch die nächsten Burgen dann gebaut werden könnten, je nachdem, ne? Das ist natürlich immer ein wenig fragwürdig. So, jetzt kommen ja auch schon die Katapult-Karawane vom Richard Löwenherz hier vor gewatschelt. Er hat natürlich hier noch keine Balliste oben drauf. Hier oben wird die erste gebaut. Braucht halt die hier auf dem Turm, weil sonst bringt es ihm nichts. Aber ja, Mönche sind natürlich auch wieder am Start. Die schwabbelbäuchigen Kollegen. Jetzt kommt die Balliste hier. Mal gucken, ob er die noch rechtzeitig besetzt bekommt. Hier rennt einer rum. Ja, ich könnte es sein. Also die ersten Videos werden wieder so 1 versus 1 Kämpfe sein. Gegen Schwein, Richard, vielleicht noch ein paar andere Vanilla-KIs oder so. Vielleicht auch mal eine Stufe 2 KI, aber das muss ich erstmal gucken, wie er sich überhaupt hier schlägt. Und danach geht's gegen die Stufe 3 Pilaf-KIs. Ah ja, okay. Die Ballista kann gar nicht schießen. Ja, moin. Ja gut, somit kriegt er halt schon mal ein bisschen Schaden ab. Er hat eine relativ starke Wirtschaft. Zumal er ja nur am Anfang sehr stark auf Mönche geht. Er hat ja auch nur in den Raid-Truppen, in den Sorti-Truppen, in der Hauptarmee zum Teil nur Mönche und die sind halt extremst billig, deswegen kann er sehr stark mit seiner, jetzt schießt er drauf oder schießt sie drauf, so rum, kann er ganz gut die Wirtschaft oder das Geld halt ansammeln. Pikiniere, ich habe noch nie gegen gepanzerte Einheiten kämpfen lassen oder gepanzerte Armeen. Hat ja ein paar Armbrustschützen oben auf den Türmen, aber die kommen erst später. Am Anfang sind es wirklich nur die drei Ballisten und die Bogenschützen, die da oben drauf stehen. Jetzt ist hier auch schon... Ach nee, ist noch nicht der Durchbruch, weil hier hinten sind ja nochmal die extra Torhäuser drin. Ja, man sieht, dass er schon... Ja, gegen Gepanzerte ist nicht so sein Beuteschema oder sein Lieblingsgegner. Jetzt knabbern die jetzt schon wieder hier vorne. Wahrscheinlich war das Torhaus hier hinten mal eingerissen oder so. Oder? Ist es überhaupt angegangen worden? Nee. Der hat es eingerissen und schnell wieder nachgebaut. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Man sieht es hier aus der Kameraperspektive nicht so richtig.
weil das Torhaus hier direkt hinter dem Tower 4 Turm steht. Und ja, es ist auf jeden Fall komplett aufgebaut. Und was habe ich mir dabei gedacht? Ich gehe mal ein bisschen runter. Hat auf jeden Fall auch eine ganz gute Karawane aufzuweisen. Und es sollte vor allem so sein, dass die Kathedrale hier ein bisschen hervorsticht. Ne? Deswegen auch komplett einfach ummauert. Hier sind nur noch ein paar Gärten drum, weil in solchen Kirchenregionen da, Gelände, wie auch immer, sind ja meistens immer so Gärten und so eigentlich noch Gräber und so weiter angelegt. Und das sollte das jetzt hier so ein bisschen andeuten, so ganz, ganz wenig quasi. Und ansonsten, ja, hier keine große Verteidigung, ein Tower 3 mit ein paar Bogenschützen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier den ersten Angriff von dem Jungen an. Ist natürlich am Anfang noch ein wenig schwach auf der Brust, weil die gepanzerten Einheiten erst später kommen. Hat ja die geteilte Armee quasi, wo er zuerst auf Kolbis geht und dann mit europäischen Schwertkämpfern da angewackelt kommt. Am Ende, wenn er vielleicht mal die ganzen Kolbis hier ausgebildet hat, dann können die sich ganz gut ergänzen, denke ich, wenn hier Kolbis und die europäischen Schwertkämpfer vorlaufen. Er muss halt zu dem Zeitpunkt kommen, dass er halt die europäischen Schwertkämpfer ausbilden kann. Und so wie es halt am Anfang der erste Angriff war, sah es schon, ja, gar nicht mal so rosig aus, würde ich jetzt mal behaupten. Die letzte Einheit ist jetzt gestorben, er zieht sich zurück und wir gucken mal aufs Gold. Ja, 4000, also er spart relativ viel Geld an mit seiner Wirtschaft, gibt es aber auch relativ schnell wieder aus. Vor allem, wenn es um die europäischen Schwertkämpfer geht. Da geht halt das Gold relativ schnell runter, so sage ich es jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht ganz so extrem wie bei Kiara, als sie komplett broken war, dass da halt gar nichts runterging, sondern ja, die Mönche sind halt arschbillig, ne? Also 10 Gold pro Einheit und genau. Ja, dann hier nochmal ein bisschen weiter. Das war quasi der linke Ring, sage ich es einfach mal. Der rechte Ring hat halt die drei Haupttürme, wo jetzt auch schon langsam die Armbrustschützen draufkommen. Sind wie gesagt nicht viele. Sind auch, glaube ich, auf jeden Turm maximal 2, mindestens aber einer. Und ja, hier auf jeden Fall der Burggraben mit als Verteidigungsanlage. So, genau. Dass man da halt hier noch ein bisschen Varianz drin hat. Baumeistergilde ja relativ weit vorne und jetzt kommt hier ein wenig mehr zum Vorschein. Gottfried hat natürlich auch den Vorteil, dass er relativ viele... Oh, die Katapulte trommeln hier ein bisschen auf den Turm ein. Der ist ja nicht frontal ummauert, deswegen ist der relativ schnell kaputt. Und dann gehen halt auch relativ viel an Verteidigung flöten, vor allem mit der Balliste da oben drauf. Das ist natürlich nicht ohne, wenn der flöten geht. Und da müsst ihr jetzt... ja, ach guck mal, er rückt geradeaus. Ja, klar. Warum auch nicht? Schön in den Angriff rein. Nimmt jetzt hier noch ein paar Schwertkämpfer mit. Er hat ja auch ein bisschen positiven Angstfaktor. Jetzt nicht ganz so viel wie König Ludwig. Aber ein wenig, dass er da auch ein wenig austeilen kann. Oh, eieiei. Das sieht aber gar nicht gut aus. Was macht er denn hier? Hallo Gottfried, wir wollten doch noch mehr von dir sehen. Eieiei. Zieh dich doch zurück. Oh ne, hat kaum Truppen. Eieiei, eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Zwei Schwertkämpfer leben hier noch. Da vorne ist noch einer. Sollte das, glaube ich, überleben. Aber, puh. Mein Gott. Der spielt aber auch mit dem Feuer hier. Ja, er überlebt es, aber wirklich extrem knapp. Ja, und der Angriff von ihm selber war gefühlt nichts. Ne? Also wirklich gar nichts. Konnte auch sehr wenig Gold ansparen hier. Gerade mal 1900 waren es, glaube ich, insgesamt. Und ja, also die Stelle hier ist, glaube ich, somit seine größte Schwachstelle.
in der Burg oder bei der KI habe ich mich ja mal zusammengerissen und mal die Mauern quasi nicht dick gemacht oder überhaupt nicht dick gemacht. Sind ja maximal hier an der dicksten Stelle, sind sie glaube ich 3 Teils dick. Also ich glaube hier sind die glaube ich 3 Mauerstücke dick, 2 Hohrwall und einmal Zinne. Und überall sonst fast nur 2 Mauerstärke, also Zinne und dann Hohrwall und dann das war's halt schon. Ne? Da passiert halt nicht viel. Dann noch ein paar Gebäude, aber die sind jetzt auch nicht so gestellt, dass die da extreme Laufwege begünstigen für die angreifenden Truppen. Deswegen, ja, gehen ja auf jeden Fall mal ein bisschen höher. Jetzt kommen auch die ersten Ritter raus. Ach nee, das stimmt. Richard, sorry, habe ich gerade vergessen, hat ja nur defensive Raids. Mensch. Ja, die Hitze macht mich halt einfach fertig, ne? Deswegen kann ich auch nicht richtig reden, aber so ist es nun mal. Ja, ansonsten so ein bisschen halt versucht, die Außenwirtschaft hier zu beleben, auch mit ein paar Schenken draußen, die Religionsgebäude außen hingeklatscht. Hier 3 und hier vorne ja 1 Kapelle. Und vielleicht setze ich die hier noch ein bisschen vor, damit man das Torhaus hier ein bisschen besser sieht. Ihr könnt mir auf jeden Fall Vorschläge reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das denn findet von der Burg her und vom Angriff her, vom Charakter her. Da bin ich wirklich sehr dankbar, wenn ihr da irgendwelche Hinweise, Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt. Und genau. Nahrungstechnisch, ja, lebt er jetzt nicht ganz so rosig. Er hat zwar immer noch ein bisschen Brot da, aber nicht sehr viel, was darauf geschuldet ist, dass er ja hier auch positiven Angstfaktor hat. Er hat hier Religion und Bier. Na, und deswegen wollte ich ihm jetzt nicht noch einen vollen Kornspeicher geben, damit er auch mal ein bisschen struggelt, wenn er belagert wird, weil die, ja, hat ja so schon genügend Plus oder was, positive Beliebtheitsgebäude. So, jetzt habe ich es gefunden. So, Richard kommt wieder raus. Gottfried hat fast gleich viel Truppen. Und hier, man sieht's, die ersten Schwertkämpfer. Oh, er rückt wieder in den Angriff vom Richard aus. Kann vielleicht hier ein bisschen mehr Truppen rausnehmen. Kolbis sind auf jeden Fall am Start. Ein paar, das sind hier nur Beck. Wie heißen die? Attack. Nee, Beck. Och Mann. Oh Mann, ich kenne den Begriff jetzt nicht auswendig. Aber die Armbrustschützen sind nur als. Ach, Backup-Truppen, so heißen die. Klar. Setzt sich hier nicht durch, aber nimmt den größten Teil von den Schwertkämpfern und Pikinieren raus. Es sind noch ein paar vereinzelte Armbrustschützen. Hatte, ja, 2000 Gold angesammelt, also auch nicht mehr so viel wie beim ersten Angriff. Und die vereinzelten Truppen machen jetzt natürlich nicht mehr allzu viel Damage, beziehungsweise gar keinen Damage. Gehen ja auf jeden Fall mehr hoch mit der Geschwindigkeit. Ein Armbrustschütze hat noch überlebt. Damit es ja ein wenig schneller geht. Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht kriegt er ja irgendwann den Richard so günstig gepackt, dass er den überrascht, beziehungsweise auskontert. Aber man muss halt auch aufpassen, dadurch er jetzt nicht so eine Überverteidigung hat, dass er selber nicht ausgekontert wird. Ansonsten, wenn jetzt so langsam die europäischen Schwertkämpfer mit dazukommen, und das ist ja der Teil, der skaliert mit den Mönchen halt, dann denke ich, hat er schon ganz gute Chancen. Jetzt kommt er das erste Mal selber wieder ganz flüssig raus, ohne dass er in den Angriff vom Richard rein marschiert. Hier die Vanguard-Kolbis sind auf jeden Fall ja ein bisschen, manchmal ein bisschen nutzlos, weil die immer, ja, dann sich irgendwann abschießen lassen. Ansonsten, ja, seht, guckt euch an, dass oder wie er hier auch performen kann. Und natürlich, Richard hat keine Armbrustschützen in seiner Verteidigung. Er hat zwar hier vereinzelt Feuerwerfer rumstehen,
aber die sind dann auch nur einmal zu verwenden. Aber er kommt jetzt selber raus. Eieiei. Wir knabbern noch ein paar Schwertkämpfer. Aber die machen jetzt nicht allzu viel Schaden noch. Die kriegen, glaube ich, gefühlt, oder? Kommen bis zum Keep hoch. Richard musste auch schon kämpfen hier oben. Sind überall noch ein paar Schwertkämpfer verstreut am Rumstromern. Aber Richard fühlt sich auch nicht bedroht. Und Richard hat halt einfach den positiven Angstfaktor as fuck, ne? Also Igelfaktor, der triggert dann natürlich ordentlich rein. Und ja, die gepanzerte Staffel hier an Pikinieren und europäischen Schwertkämpfern muss man erstmal tanken können. Er hat das Gold, also er könnte easy hochrekrutieren, aber er muss halt erstmal anfangen zu rekrutieren. Und jetzt erstmal die ganzen Billo-Truppen ausbilden. Braucht halt seine Schwertkämpfer, ne? Weil sonst geht er jetzt hier drauf. Eine Nachricht vom Gottfried. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Ja, vielleicht kommt euch auch die Stimme so ein bisschen bekannt vor. Es kann nämlich sein, dass es die Stimme von dem einen Sprecher aus Stronghold 2 ist. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, deswegen habe ich es jetzt erstmal noch nicht selber geändert. Ja, es sieht so aus, als würde hier Gottfried, der Geistliche, seinen Geist aufgeben. Denn, ja, die ganzen Angriffstruppen von Richard marschieren jetzt hier einfach durch. Na, und das ist natürlich nicht sehr gut. Warte, wo steht er? Er hat einen relativ starken Lord, denke ich, mit 4. Ah, ich sehe es nicht. Ich krieg den nicht gedrückt, hallo. Oder vielleicht kriegt das doch noch verteidigt, hä? Wir sind ja alle schon beim roten Leben. Und man sieht hier auch den Igelfaktor vom Gottfried. Er kriegt's, glaube ich, trotzdem noch verteidigt, oder? Kann das sein? Richard, Gottfried einfach trotzdem noch mit 3000 Gold. Er kriegt sich einfach trotzdem noch verteidigt, ja. Ja, eine Nachricht von Gottfried, das, ja, ne, ist ein bisschen schwierig zu modden mit dem TTS-Tool, was ich benutze. Weil da auch einfach dann so ein bisschen die Betonung auf dieses Wort Gottfried halt ein bisschen schwierig ist zu erstellen quasi. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von der Nachricht und vor allem von der Stimme. Also, als ich das gehört habe, hatte ich so gedacht, ja, das hat Ähnlichkeiten. Na, vielleicht blende ich da auch mal was ein, dass ihr vielleicht da ein bisschen auf die Sprünge geholfen, damit ich euch da so ein bisschen auf die Sprünge helfe. Und ja. Genau, sonst... Alter, er hat sich so gut erholt und jetzt kommt er raus. Das ist halt einfach krass, ne? Also dadurch er ja relativ viel Gold ansammelt in seinem Angriff, weil er einfach hier sehr lange angreift, ist natürlich so, dass seine Wirtschaft dann weiterläuft und dann das Gold halt trotzdem rein scheppert und er kann halt auch relativ hohe Steuern nehmen, weil er einfach so viele positive Beliebtheitsgebäude hat mit Bier, Religion und dann im Normalfall halt plus ein Angstfaktor, aber wahrscheinlich hilft ihm auch der Igelfaktor so ein bisschen immer aus der Patsche, was ganz cool ist. Also ich würde es jetzt nicht so darstellen behaupten wollen, dass das schlecht ist, weil dann geht vielleicht auch der ein oder andere Kampf noch ein bisschen länger und entscheidet sich nicht komplett. Vielleicht auch gegen das Schwein im Vorteil, weil Schwein geht ja auf negativen Angstfaktor und dann mit dem positiven Angstfaktor kann er da vielleicht so ein bisschen besser den wegtanken und so als, klar, Alter, das Gold hier. Aber jetzt gucken wir mal aufs Gold hier. Das gibt er relativ gut aus. Na, also vor allem, wenn er die Schwertkämpfer ausbildet, dann
gibt er das Gold relativ sehr zügig aus. Also jetzt schon bei 5000. Aber jetzt sollte der Angriff vom Richard nicht ganz so böse sein. Weil, ja, er einfach ein bisschen besser zu Hause ist mit seiner Angriffsarmee. Hat er jetzt auch die ein paar Schwertkämpfer da. Oha, hier. Das, Und er greift gleich an. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Hat kaum Truppen noch. Aber er greift gleich an. Ja, alles klar. Gut. Ob das jetzt so viel macht? Ja, das weiß ich nicht, aber... Eieiei, hat auch nicht ganz so viel Gold angesammelt wie beim letzten Angriff. Und dann würde ich erstmal sagen, wir gehen hier in den ersten Zeitraffer rein und sehen uns dann bei einem nächsten Angriff wieder. So, ups, jetzt habe ich hier ein bisschen Mist gebaut. So, da bin ich wieder. Dem nächsten Angriff vom Gottfried. Na, den Geistlichen, den geilen Sack. Und ja, er hat wieder hier ordentlich Geld ausgegeben und auch wieder ordentlich Geld angespart. Aber das Ding ist, wenn jetzt... er den Angriff verkackt und da Richard noch drin bleibt, dann könnte das echt gefährlich werden, weil Richard könnte ihn auskontern. Er hat jetzt auch schon 340 Truppen. Na, rückt er aus? Ne, ich glaube nicht. Ne, rückt nicht aus. Gehen wir mal hoch, mal gucken. Er müsste eigentlich bald ausrücken, da Richard Löwenherz, der gute Fratz. Katapulte bolzen hier auch noch ein paar Angriffstruppen weg. Nee, greift doch nicht an. Naja, gut. Dann halt nicht. Na, hier. Gottfried, einfach 8700 Gold oder so angesammelt. Und jetzt radert hier die Goldanzeige wieder ordentlich in den Keller. Natürlich wieder hier, na, Fernkämpfer, dann die Kolbis, dann Mönche und danach erst die europäischen Schwertkämpfer. Und die europäischen Schwertkämpfer, man sieht's, wenn er die ausbildet, dann ist das Gold ganz schön fix ausgegeben. Ist wahrscheinlich auch so, wenn er so ein bisschen, also wenn er jetzt zum Beispiel in 2 versus 1 spielt, gegen eine Stufe 2 oder und eine Stufe 1 KI, und er mehrfach unter Druck gerät, dass er gar nicht so viel Gold ansammeln kann. Triebhocke hier auf jeden Fall am Start und er rückt wieder in den Angriff vom Richard aus. Was macht er denn? Och, also der Junge ist echt komisch. Also was der hier an den Tag legt, das muss ich nicht verstehen. Angriffstruppen, oh, die sind alle gelb wegen dem Torhaus. Eieiei. Und jetzt kommen die ganzen Angriffstruppen vom Richard. Eieiei, eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Hier kommen nur noch ein paar Schwabbelbäuche. Die meisten Schwertkämpfer laufen außenrum. Eieiei, Richard knüppelt sich hier ordentlich zusammen. Nee, hä? Hä? Er hat... was? Hä? Was? Was? Haben Mönche panzerbrechenden Schaden gegen Gepanzerte? Das weiß ich gerade gar nicht. Also Assassinen haben es auf jeden Fall. Kolbis glaube ich auch. So ein bisschen zumindest, denke ich. Aber Mönche? Die waren doch auch zu irgendwas gut, oder? Waren das einfach nur Kanonenfutter? Oh Mann, ich dachte, das war's jetzt hier. 5000 Gold und 2000 der Richard. Ja gut, dann in den nächsten Cut rein. Bis gleich.
Nachricht vom Gottfried. Oha. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Da hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass er jetzt durchkommt, der Richard. Weil einfach Gottfried ja relativ viele Angriffstruppen zu Hause hatte. So, also ich habe schon gesehen, dass es so ein paar Kniffligkeiten gab bei dem Angriff jetzt, aber hatte jetzt nicht damit gerechnet, also wirklich komplett gar nicht. Ich dachte, das prallt einfach ab und Gottfried hat ein paar Truppen verloren und dann geht's halt weiter. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so schnell rausgegangen aus meinem Modus, ne, quasi. 3999 Truppen. Ja, dann war das dann doch relativ, ja, ich will nicht sagen eindeutig, weil er hätte eigentlich auch ganz gute Chancen gehabt. Aber der Richard hat sich dann einfach durchgesetzt. Nicht umgebracht, sondern durchgesetzt. So, ich stelle jetzt mal ganz kurz was um und dann sehen wir uns beim nächsten Match wieder. So, und da wären wir auch auf der zweiten Map. Ich wollte halt mindestens zwei Spiele machen. Es sei denn, das erste wäre jetzt, keine Ahnung, 45 Minuten oder so gegangen. Gehen jetzt rein auf Beta's Stream. Das ist so eine Karte, wo die Mitte der Karte oder wo die ganzen Ressourcen-Spots mehr umkämpft werden. Schauen mal, wie er sich darauf schlägt, dass oder wenn die Ressourcen nicht ganz so easy reinkommen. Könnte ja sein, dass er da ein bisschen schlechter funktioniert quasi. Und genau, ne? Build Order, ja, ich weiß, ja, ist nicht perfekt, muss mir keiner sagen, weiß ich selber, die wird dann wahrscheinlich, wenn alle Bogen dann fertig sind und das und ihr das vielleicht auch ein bisschen absegnet, dann nach und nach halt angepasst. Allgemein die ganzen Build Orders von meinen AIVs, von meinen KIs werden dann nach und nach überarbeitet und angepasst, sodass es halt sinnvoll ist. Sagen wir es mal so. Ja, ich würde jetzt hier einfach mal, wenn es jetzt so lange dauert, mehr mit Cuts arbeiten, weniger mit Zeitraffer. Man hat es ja jetzt eigentlich quasi schon mal gesehen. Ich will bloß einfach nochmal testen. Oh, der erste Angriff ist deutlich leichter vonstatten gegangen als auf der anderen Map. Und ja, man sieht es jetzt hier, die Map Control hat er jetzt zwar ganz gut inne, aber muss halt aber auch die halten, ne? Und die halt zu halten ist halt auch nicht so sonderlich leicht. Er belagert hier vor allem die ganzen Steinbrüche besser mit den Bogenschützen. Ja, erster Angriff macht natürlich absolut gar nichts. Und hämmert jetzt hier schon mit ein paar Störkatapulten drauf rum. Der erste Turm hier an der Ecke ist weg. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so schnell weg ist. Und ja, hier Armbrustschützen, Angriffsarmbrustschützen sind, glaube ich, noch hier am Start. Jo, die sind immer noch hier da. Eieiei. Zieh dich doch mal zurück, hallo. Jetzt kommt Richard raus. Eieiei. Ach, Mann. Naja gut, aber ich denke, er hat so viel Gold, da kann er jetzt einfach flüssig durchrekrutieren und den Angriff ganz gut wegtanken, die Gebäude dann nachsetzen, die er verliert. Und ja, genau. Ah, bei dem finalen Angriff auf der letzten Map, auf Silence, sind die Truppen hier einmal hier rumgelatscht und haben dann hier hinten an der Stelle, glaube ich, den Durchbruch geschafft. Warum auch immer. Also sie hatten ja eigentlich relativ viel Zeit und relativ viel Platz hier an den einzelnen Mauerstücken dran rumzunagen. Aber haben sich dann doch für die hinterste Ecke entschieden. Jetzt, das, ich glaube immer so, die ersten zwei, drei Angriffe sind die Angriffe, wo noch keine europäischen Schwertkämpfer mit dabei sind. Wenn ihr das sagen oder wenn ihr sagt, das ist noch ein bisschen zu wenig, dann kann ich da auch die Anzahl der Kolbis noch ein wenig erhöhen. Das regelt man ja mit diesem Attack Max Default. Habe ich mir vom Pilaf sagen lassen. Na, und wenn man da einfach die Anzahl der Vanguards
Kolbis halt hochsetzt oder engage, sind es glaube ich auch noch ein paar, dann ja, bildet er zumindest erstmal, ja, man sieht's, die anderen Truppenteile aus und danach erst die Hauptarmee, also mit Mönchen und europäischen Schwertkämpfern. Ah, hier, Angriffstruppen vom Richard kommen wieder ganz gut durch. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Na, jetzt ist hier Durchbruch und die hören auf zu knabbern. Ah ja, okay. Also, aber ist ja noch eigentlich gar kein Zugang, oder? So richtig. Doch, doch. Eigentlich ist schon Zugang, weil ja hier die Treppen sind. Oder hier die Treppe ist, quasi. So rum. Aber der Weg natürlich auch nicht der kürzeste. Und die müssen dann halt hier außen rum bis zu dem Torhaus. Dann runter und dann erst zum Keep. Ja. Man hat's. Nee, doch nicht. Okay. Er hat sich noch einen Schwertkämpfer verirrt. Warnblinker sind am Start. Gehen hier wieder hoch. Und schauen mal, was er noch macht. Ja, vor allem jetzt hier mit den, Alter, die Armbrustschützen, mit den notrekrutierten Einheiten jetzt hier am Start. Die aber da überhaupt nichts machen können. Die müsste er ja hier zu den Steinbrüchen schicken, damit die ganzen Arbeiter weggefarmt werden. Und vor allem mit den Armbrustschützen hier ist es sehr effektiv gegen die Pikiniere und gegen die Ritter hier, die ja immer so ein bisschen versuchen anzureiten. Aber ja, sollte vielleicht, sich vielleicht nicht ganz zurückziehen, aber er macht es jetzt glaube ich trotzdem. Kommen immer noch ein paar Arbeiter raus, die kriegt er weggeschossen, aber ansonsten passiert da nicht mehr viel. Ja, und wir gucken mal auf die Truppen hier drauf. Ah, Gottfried, 344. Okay. Ja, Belagerungsgeräte werden gut aufgebaut. Das freut mich auf jeden Fall. Werden auch gar nicht schnell weggeschossen. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr löblich. Und wenn hier die zwei Fronttürme fehlen, dann ist da auch schon ganz gut. Oh, guck mal, die ganze Front wird hier eingeschossen. Von den Belagerungsgeräten. Hat ja nicht volle 8. Er hat ja, glaube ich, maximal 6. Oder 6 oder 5. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube aber 5. 2 Triebocke und 3 Katapulte maximal in der Belagerung. Und dann noch halt die Störkatapulte oder Störeinheiten. Das ist natürlich auch immer noch ein wenig vorteilhaft, wenn die dann auch noch gerade so mit rein bolzen. Und ja, man sieht hier, der Gottfried kann hier, oh jetzt, ja, ja gut, hier, ja, gerade noch gelobt und jetzt macht er so einen Müll. Und Richard kommt schon wieder raus, eieiei. Er lässt sich wieder auskonnen. Eine Nachricht von Richard fühlt sich bedroht. Ein König, der sich in der Burg hier sind Schwertkämpfer in der Mitte. Muss ich mich. Ah, aber Feuer regelt noch. Er kommt zwar hoch und Richard fackelt so ein bisschen, so ganz leicht, seine eigenen Truppen ab, aber das Feuer hat ihn so ein bisschen geschützt. Und die Pikiniere waren auch einfach relativ schnell wieder da. Es ist da nicht groß zum Anbrennen kam. Ach ja, die Wortwitze mal wieder, ne? Die sind auch wieder am Start. Genau, aber hier, ich denke, hier hat er auf jeden Fall mehr Chancen, weil er einfach die bessere Map-Control hat. Hier vor allem mit den ganzen, Alter, die ganzen Truppen hier. Das sind immer noch die notrekrutierten Truppen vom letzten Angriff. Und die schallern natürlich ordentlich rein und die können natürlich auch die ganzen Arbeiter von den Steinbrüchen, von den Eisenminen, alles wegschießen, sodass der Richard hier kaum Verschnaufpause oder ordentlich, Ressourcen reinbekommt. Man sieht's hier, die Kapelle wurde noch gar nicht aufgebaut wieder. Richard hat halt aber trotzdem noch immer die stärkere Angriffsarmee. Gut, Pikiniere und Schwertkämpfer, ne, ist natürlich besser als Mönche und Schwertkämpfer.
Aber der Schaden ist nicht ohne. Und jetzt stehen die halt noch penetranter. Guck mal, die ganzen Arbeiter hier. Die ganzen Arbeiter, das tut so weh vom Richard. Und er hat keine wirklichen Truppen, um die jetzt mal ordentlich wegzupieksen. Doch, jetzt hat er es mal geschafft. Eieiei, also er hat jetzt hier ordentlich Ressourcen eingebüßt. Er hat, glaube ich, auch gar keine defensive Raids hier rumran. Nur die paar Pikiniere, die jetzt ein bisschen Hackback machen können, aber auch nicht so viel. Wenn er jetzt hier mal wieder ein paar Bogenschützen rausschickt, dann kann das wieder losgehen. Und Richard braucht halt einfach das Eisen und den Stein, und das Stein, so rum, um sich, um sich halt ordentlich aufbauen zu können, um Geld zu scheffeln, um, ja, Verteidiger auszubilden, nachzubauen, Burg nachzusetzen. Hier, die Türme gehen immer jedes Mal flöten. Er setzt sich immer noch durch. Ah, er greift gerade an. Ach so, okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Gottfried, wie viel Gold hast du? 4000. Waffenkammern sind, glaube ich, relativ voll. Ja, ich denke schon. Kann man eigentlich ganz gut akzeptieren. Die Fülle und Hülle. Und jetzt schauen wir mal, ob er vielleicht den Angriff hier noch überlebt. Ob er vielleicht sich wieder bedroht fühlt. Und dann wieder so eine Notrekrutierung losballert. Das ist natürlich auch nicht ohne. Also ich denke so, wenn er gegen KIs kämpft, die jetzt nicht so viele gepanzerte Truppen einsetzen. Die Dunkelheit naht, doch wir werden standhaft bleiben. Das Licht der Götter wird uns beschützen. Ja, hier die Schwertkämpfer und hier noch ein Schwertkämpferblatt. Die sind ein bisschen verwirrt. Aber obwohl ich das eigentlich komplett klar ist. Weil hier die Treppe hoch, da rum, zu dem Torhaus, runter zum Bergfried, tot. Ja, also. Aber die. Ach, weil hier. Gottfried arbeitet hier mit Torhaustricks so ein bisschen. Ja, der macht das Torhaus immer auf und zu. Und somit, Alter, die Bogenschützen schaffe da. Eieiei. Das könnte aber in der Spielphase jetzt schon gefährlich werden, wenn er jetzt nochmal so eine Map-Control aufs Spielfeld bringt, wie das letzte Mal. Jetzt kommen hier die notrekrutierten Truppen wieder vor. Armbrustschützen und Bogenschützen wieder am Start und die ganzen Arbeiter werden wieder weggeschossen. Naja. Ah ja, hier, Richard hat richtig Probleme, seine Truppen wieder auszubilden. Die, ach so, na gut, wenn die Truppen sich natürlich in der Reichweite oder in die Reichweite der Balliste hier oben stellen, dann kann man denen natürlich auch nicht helfen. Und, ja, na, dann ist es halt so. So, nach dem nächsten Angriff würde ich dann den ersten Cut mal setzen wollen. Weil das Video geht jetzt in der Aufnahme schon 41 Minuten und ich wollte die Videos ja nicht mehr ganz so lang machen. Ich weiß, ihr hattet zwar geschrieben, euch gefällt es mehr, wenn ich da jetzt nicht ganz so viel drin rumcutte und schneide und so weiter, aber zumindest zum Ende hin würde ich gerne wie ein bisschen die Cuts setzen, damit es dann auch irgendwann mal zur Entscheidung kommt. No. Jetzt müsste er ja bald wieder rauskommen, genau. Wie aus der Pistole geschossen. Er baut hier ein paar Belagerungsgeräte immer sehr seltsam auf. Aber gut, so ist es nun mal. Leider. Nee. Richard ist immer noch zu stark. Hier hat wohl auch schon wieder ordentlich Truppen verloren. Ne? Also zum Angriff von Gottfried hat er hier knapp 300 Truppen gehabt und jetzt 208. Gottfried hat das Gold, er kann also wieder ordentlich durchrekrutieren. Und das werde ich dann einfach euch beim nächsten Angriff zeigen. Also jetzt ein Cut. So, Gottfried mal wieder mit einem ausrückenden Austritt. Die Belagerungsgeräte kriegt er seit dem einen Angriff gar nicht mehr gut aufgebaut. Hätte ich einfach nicht loben sollen, ne? Also einfach das Mundwerk halten sollen und dann war's das. So, mal gucken. Richard hat
ja, knapp 300 Truppen wieder gehabt. Setzt sich natürlich durch. Und hat wieder nur 200 Truppen, ungefähr. Also verliert hier ordentlich an Mann oder an Armeestärke, um mal irgendwann mal wieder ausrücken zu können. Also vom Angriffsverhalten ist Gottfried, denke ich, besser als Richard. Von der Truppenqualität her ein bisschen schlechter, weil einfach die Mönche nicht viel aushalten. Die werden ja so schnell weggeschossen von den Bogenschützen und Richard hat sehr viele Bogenschützen. Und ja, ne, deswegen ist es natürlich immer ein bisschen problematisch, wenn das, oh, hier wieder ein paar Bogenschützen und Armbrustschützen und wir gehen hier in den nächsten Cut rein. So, Gottfried mal wieder. Ich habe jetzt mal, was ihr natürlich nicht seht, aber ich habe es mir mal angeguckt, was Gottfried hier mit den Arbeitern vom Richard macht und ständig hier, vor allem auf dem Berg hier, sind immer so drei Bogenschützen, zwei Armbrustschützen und dann die ganzen Raids vom Gottfried, also die 35 Mönche, sind da jedes Mal hingerannt und haben jedes Mal die ganzen Arbeiter weggekloppt, weggeschossen, alles getötet, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also das war wirklich nicht lecker anzusehen und ja, so langsam hat er natürlich auch so ein bisschen die Masse, dass hier immer mehr Truppen flöten gehen, obwohl jetzt der Richard ganz gut davongekommen ist. Aber Richard kommt halt einfach zu fast gar nichts mehr. Also da bin ich echt überrascht, dass hier Gottfried so gut steht. Zumindest bei einem Gegner, der ja jetzt nicht selber oder beziehungsweise gar nicht raidet. Ne? Also, oh, was ist denn hier? Ah ne, ich dachte, es brennt. Naja, gut. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal so lange den Cut laufen lassen, das ist ein schlechtes Wort, aber den Cut dann mal setzen, wann der finale Angriff kommt, damit wir heute mal noch zum Ende kommen, ne? Weil, ja, es passiert ja relativ wenig. Der Angriff kommt, prallt ab und nichts passiert, ne? Deswegen bis dahin. Es gab gerade ein massives Ackermatch hier vorne, wo beide gleichzeitig angegriffen haben. Und ja, Gottfried, der Geistliche, hat sich durchgesetzt. Und, aber man sieht es hier, 1289. Oh nee, es gibt ja noch Feuer. Oh, nee. Aber ich glaube, es reicht. Ja, der zweite Pechkipper verschüttet. Komm schon, bitte. Oh, nein. Warum? Es sind noch so viele verstreute Schwertkämpfer hier. An sich könnte es theoretisch reichen. Wo steht der? Ah, der steht relativ weit vorne. Oh, nee. Und die kommen ja alle einzeln hoch. Und die ganzen restlichen Schwertkämpfer sind hier noch alle voll. Eieiei. Oh, nee. Jetzt gehen erstmal die ganzen Bogenschützen drauf. Ja, alles klar. Nicht mal irgendwie angehittet. Oh nee. Oh Manu. Ich dachte, jetzt wär's was. Oh Mann. So, meine Freunde, es war geschehen. Und meine Knochen müssen in dieser endlich 1310. Der Grund ist hier die Stelle gewesen. Eine Nachricht vom Gottfried. Habt ihr die Nachricht nicht gehört? Wisst ihr was? Ich spiele es mal ganz kurz ein, dann hört ihr wenigstens noch die Siegesnachricht. Der Sieg ist unser. Möge das Licht der Götter über uns wachen und unsere Feinde besiegen. Auf die Tapferkeit und den gemeinsamen Sieg. Ding war jetzt, ich wusste mal wieder nicht, dass es jetzt wieder, ne? Tut mir leid. Scheiße. Manu, 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 Manu. Ich dachte jetzt schon wieder, die Pechkipper schütten aus und dann fackelt wieder alles weg. Nee, die eine Stelle, die ich euch vorhin gerade gezeigt hatte, ich kann es hier auch nochmal einblenden. Da hatte der Gottfried die ganze Zeit Bogenschützen stehen. Das hatte ich beobachtet, dass da
keine Ahnung, ich glaube, irgendwelche Sortibogenschützen oder Buddelbogenschützen oder irgendwas stand da die ganze Zeit und hat die ganze Zeit die Arbeiter weggeschossen. Und der Richard hatte jetzt in dem finalen Angriff kaum Angriffstruppen oder kaum Truppen ausgebildet. Er hatte bis zu dem Angriff, glaube ich, maximal so 190 bis 200 Truppen und Gottfried einfach 750, glaube ich. Richard hatte auch nicht alle Gebäude nachplatzieren können, weil er einfach keine Ressourcen bekommen hat. Und Alter, 11.400. Scheiße. Aber das sieht man einfach mal, ne? 11.400 und davon sind vielleicht, ich schätze jetzt mal, 5.000 Schwertkämpfer oder so. Und der Rest ist alles nur so Kolbis, Fernkämpfer, Mönche vor allem. Sehr viele Mönche sind ja draufgegangen. Auch wegen Raid-Truppen und Sortie-Truppen. Ja, ne? Also richtig heftig. Verlorene Truppen, 10.000. Ja, die Mönche kann man halt sehr schnell wegschießen. Und deswegen, ja, Freunde. Das Video geht jetzt insgesamt laut Aufnahme 1 Stunde und 14 Minuten. Ihr werdet es natürlich kürzer bekommen, ist klar. Ich werde da sehr viel rausschneiden, vor allem am Ende hin. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dass euch der Gottfried so gefällt, wie er jetzt so funktioniert. Man hat gesehen, was so seine Stärken, was seine Schwächen sind. Im nächsten Kampf dagegen ist Schwein. Jetzt erstmal Pause, weil ja, der Kampf war halt extrem lang mal wieder, ne? Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis bald. Tschüssi!